Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von mir, dem Dennis. Und das ist, glaube ich, das erste Infovideo auf diesem Kanal. Ja, damals bei Gameland CDN haben wir ja massig Infovideos hochgeladen, weil man in den Folgen da einfach nicht so gut drauf achtet wie bei externen Infovideos. In diesem hier geht es hauptsächlich um die Games, die wir in nächster Zeit zocken, oder besser gesagt ich. Denn ich weiß jetzt nicht so ganz, ob ich Borderlands 2 weiter Let's Playen werde, weil es verdammt nicht leider nicht gut ankommt. Ich werde es vielleicht ab und an mal zocken, aber als regelmäßiges Projekt weiß ich es nicht mehr. Also ein bisschen Aufnahmen kommt natürlich noch und Let's Play auch. Weil wenn, ich mache es ja mit einem Klassenkameraden, wir haben schulisch derzeit ein paar Arbeiten und können von daher ist es ein bisschen schwer, Termine zu finden. Und wenn wir da machen, machen wir 3 Stunden und dann sind wir ein paar Folgen im Kasten. Aber... ja, auf jeden Fall, wollt ihr noch, dass ich es regelmäßig mache, so wie jetzt, oder so, meint ihr eher, nja, mach mal eine Lusttaste, nja, schreibt dann ein Hashtag nja, oder ein nja, oder irgendwas so in die Richtung in die Kommentare. Geht's jetzt um die Projekte, die ich vorschlage. Ich habe auf beim Steve's Summer Sale 2 Schnäppchen ergattert, die ich mich persönlich sehr freuen, nämlich einmal hätten wir da Dark Souls 1, die Prepare to Die Edition und ja, ich habe einen Xbox Controller und nein, ich kann damit überhaupt nicht umgehen, von daher werdet ihr sehen, wie ich sehr oft faile. Und als zweites hätten wir dazu ein fast schon durchgelutschtes, ausgelutschtes Spiel, aber hey, das ist Minecraft auch schon lange, nämlich Outlast. Also jeder zweite Let's Player hat schon durchgespielt und ich tue es mir auch an. Yay, bitte nehmt Outlast. Dark Souls ist mir zu lang. Ich werde nicht den Ausdauer haben, das durchzuspielen. Und ich glaube, da habe ich schon eher Mut, Outlast zu zocken, weil das ist, ja, ist doch nichts Schlimmes, ein paar Finger zu verlieren und so, also man soll sich halt nicht anstellen. Also, Dark Souls oder Outlast. Ihr könnt entscheiden. Ihr könnt immer entscheiden. Es sei denn, ich entscheide, dann könnt ihr nicht entscheiden. Also, ich werde von beiden wie so einen kleinen Trailer reinschneiden, also nur so, was heißt Trailer, so ein kleines Gameplay-Momente, 2 Stück. Vielleicht so allerhöchstens 2-3 Minuten. Also jetzt nicht hier rein, das Video, sondern die kommen noch. Die werden wahrscheinlich sogar heute noch kommen. Oder morgen, kommt drauf an, wann ich welches Video hochlade. Denn, damit ihr euch besser entscheiden könnt, bitte nehmt Outlast. Oder Dark Souls. Oder Borderlands. Bitte Outlast. Das ist am kürzesten. Danke. Und jetzt der altbekannte Spruch. Wenn's euch gefallen... Entschuldigung. Adios, Amigo und Amiga. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Kaching!